Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Alan Wilczek und heute habe ich ein Päckle bekommen. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich habe nämlich nichts bestellt. Und hier war so ein netter Brief dabei. Bin mal echt gespannt, was da drin ist. Schauen wir einfach mal rein. Das mysteriöse Päckchen, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist denn das? CCK Diagnostics. Also ich bin echt mal gespannt, was da drin ist. Oh, was sind das für tolle Sachen? Schaut euch das mal an. Oh, okay. Von Rostec VCCDS. Nice, okay, vielen, vielen Dank. Einmal eine schöne Tasse. Was ist das hier? Ein Drink. Und Kekse. Kekse sind immer wichtig. Das muss ich natürlich gleich testen. Bin ein bisschen verschwitzt, das ist auch ein paar Tage her. Ich habe mir gedacht, so, eigentlich macht es gar keinen Sinn, so ein Video, so ein Auspackungsvideo zu machen, wenn man keinen Grund hat, das Ganze zu verwenden. Und der Grund, der steht hier gerade eben da. So, machen wir mal auf. Hier ist das Onboard-Diagnostik bei mir und stecken das Ganze an. Hier steht die IP drauf und das Passwort. Dann gehen wir gleich mal hin und stecken das Ganze mal ein. So sieht's aus. Gucken wir mal, ob wir uns verbinden können. Wo ist denn das? Hier ist ein offenes WLAN, das wird der sein. Verbinden wir mal. Keine Verbindung möglich. Gucken wir mal kurz, ob das vielleicht ein Problem mit dem Laptop ist, denn ich habe nämlich seit letzter Zeit, glaube ich, Probleme mit dem Laptop. Ich verbinde mich mal selber hier. Jo, also es geht damit. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich mich hier verbinden kann. Vielleicht ist das Problem jetzt behoben. Das, was ich jetzt hier am Laptop habe, hat mit dem Laptop was zu tun. Ich kann mich schon in mein eigenes WLAN nicht einmelden. Also das heißt, das ist ein privates Problem. Machen wir es am Handy, ja? Gut, ich gebe mal hier an der Stelle das Passwort ein. Ja, dann sind wir hier verbunden. Jetzt gucken wir mal kurz, dass wir einen Schlüssel auftreiben. Und dann schauen wir mal, ob das alles funktioniert, so wie ich es mir denke. Passwort speichern. Ja, speichern wir mal. Autoscan. Es ist ein Skoda. Skoda 6Y. Und Starting Autoscan. Schauen wir mal, was er so drauf hat. Im Prinzip seht ihr, es hat ein paar Fehler hier drin. Also, oder hat es keine? Lasst mal kurz üben. Es ist aber auf Englisch gestellt. Okay, vielleicht kann ich die Sprache ändern. Ihr sagt hier, der Luftmassenmesser hat irgendwas, die Positionssensor, der Kurbelwellensensor hat irgendwas, Datenbus hat ein Problem und in den anderen gibt es eigentlich keine Probleme, so wie ich das sehe. Also das Motorsteuergerät hat ein paar Probleme, das werden wir uns anschauen, natürlich nicht in diesem Video. Jetzt diese App ist, muss ich ehrlich sagen, eigentlich ganz praktisch. Kann man das Ganze auch noch speichern irgendwie? Ja, man kann save und dann go back. Also man kann hier sehr viel machen eigentlich. Gefällt mir. Jetzt ist es natürlich so, wir probieren das jetzt natürlich am PC aus. Das heißt, ich trenne mich jetzt von dem Netzwerk. So. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an am PC. Eins, habe ich es jetzt richtig? So, wenn man die richtige Adresse eingibt, geht es auch schneller. Hier kann man das Passwort eingeben. Also das Autoscan und alles hat funktioniert. Schauen wir mal, was wir hier eigentlich machen können. Ich kann direkt auf Common, das ist halt auf Englisch, kann man die Sprache ändern. Options. Update, Remote, Database, Submit. No, sieht nicht danach aus. Das ist jetzt einfach eine Web-Oberfläche. Wir werden gleich die Software installieren. Ich glaube, die Software kann auch drüber laufen. Also das heißt, hier kann ich auch Autoscan machen. Jetzt gucken wir mal kurz.
Gehen wir mal auf Power, okay, Drivetrain, Engine. Schauen wir mal, ob es sich zur Engine verbinden kann. Jo. Das ist eigentlich sehr schön, weil man das Ganze ohne Installation von Software vom Handy aus steuern kann und natürlich vom PC aus, Functions, Failure Calls, jetzt liest er die aus. Das sind die Fehler, die wir schon vorher gesehen haben, also das können wir auch gut anschauen, also es funktioniert sehr gut. Failure Codes, kann ich eigentlich den Fehlerspeicher löschen? Ah, Clear Fehlerspeicher. Also ich kann Fehlerspeicher löschen. Ist halt auf Englisch, okay? Ich würde sagen, jetzt hauen wir mal den USB-Stick rein und schauen wir mal, was da drauf ist. Da wird eigentlich normalerweise die Software drauf sein. Jetzt muss ich noch schon einen passenden USB-Stecker finden. Da. Ja, also ich habe die Software jetzt installiert. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich gehe auf Einstellungen, das ist schon mal das Erste, was man macht. Man muss hier dann von Comport auf Net, dann auf Automatisch und dann, wenn es weggeht, Anschlusstest machen. Das dauert ein bisschen, bis er das Ganze findet. Natürlich muss ich jetzt mit den WLAN verbunden sein. Das ist der H2 bla 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 und das funktioniert. Und dann gehe ich auf Speichern und schon bin ich drin. Jetzt können wir genau das Gleiche machen, was wir vorher gemacht haben, oder wir gehen direkt in die Steuergeräte rein. Hier ist das Menü halt ein bisschen praktischer und das kennt auch jeder. Schauen wir uns das Ganze mal an. Gehen wir in das Steuergerät von der Motorelektronik und lesen uns mal die Fehlerspeicher aus. So, ja, die Fehler sind immer noch da. Ich würde sie mir einfach mal in die Zwischenablage speichern und löschen. So, das zweite, was ich mache, ich muss mal den Service einstellen. Zurück. Wir setzen mal den Service zurück. Dann kommt dann die Meldung mit dem Öl nicht mehr. Also es funktioniert alles so, wie ich das auch kenne. Also tolle Sache. Weiß ich nicht, was diese 0 da soll. Keine Ahnung. Ja. So, wir tun mal Ölservice Einzelkanäle ausführen. So wie es aussieht, scheint das Ganze zu funktionieren. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal den Motor an und gehen kurz rein in die Motorelektronik und schauen uns an, was da genau für ein Fehler ist, ja. Okay, gehen wir mal in die Messblöcke. Starten wir mal den Messblock. Ich würde sagen, wir gehen mal gleich auf den Messblock. Und jetzt sieht man schon, der magert ganz schön ab. Okay, dann gehen wir mal den ersten Messblock. Der Katalysator ist noch nicht betriebsbereit, noch nicht ganz. Fehlen noch ein paar Grad, aber eigentlich läuft die Regelung schon. Immer dieser Riss hier oben. Na, so, Einspritzzeit, Luftmasse, 0 Gramm. Komisch. Null Gramm Luftmasse. Das ist aber ein netter Motor. Wir wissen von dem Motor, dass der sehr gutmütig ist. Schauen wir uns das mal kurz an. Vielleicht ist der Luftmassenmesser abgeflogen. Oh, der ist nicht richtig drauf. Ist irgendwie rausgeflogen, das sehe ich von hier. Schaut euch das mal an. Ich hoffe, man sieht es. Ich werde ihn jetzt nicht draufstecken, weil hier scheint es so, als ob der Stecker beschädigt ist. Wieso auch immer, ja. Der ist hier abgebrochen. Ja, der ist irgendwie abgebrochen. Seht ihr das? Ist auch immer. Ist ja klar, dass wir keine Luftmasse haben. Ich mache den kurz aus und mache den gleich nochmal kurz an, wenn ich den Stecker richtig drauf schiebe. Scheint mir so, als ob da was drin ist. So, gucken wir mal. Stecker ist wieder drauf, da war was drin. Dann gehen wir mal auf die Messblöcke nochmal. Auf den Messblock 1, wie vorher auch. Oder 2 war es, Entschuldigung. Ja, und man sehe, Luftmasse ist da. Also Stecker kaputt, der muss getauscht werden. Hier steht eine Nummer drauf bei dem Stecker. Den könnt ihr online bestellen mit Dichtung. Ich zeige euch mal das nächste Mal, wie man den tauscht. Sonst ist er hier nicht mehr dicht. Es entsteht Korrosion und dann habt ihr Probleme, ja. So, und dann schauen wir nochmal, welche Fehler auftreten. Die anderen Fehler können abhängig von diesem Defekt hier vorne sein. Schauen wir uns nochmal, Fehlerspeicher, keine Fehler gefunden, somit Problem behoben.
Ja, das war's eigentlich. Den Stecker tausche ich bei euch nicht in diesem Video, aber ich habe den Fehler gefunden. Scheint wahrscheinlich beim Luftfilter wechseln oder was auch immer beschädigt worden zu sein. Hat keiner gemerkt. Naja, ist halt wie es ist. Passiert, ja. Sowas passiert einfach. Ein dummer Fehler und große Wirkung. Also vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an k-diagnostics.eu. Das ist die Homepage. Ich tue euch den Link für die Hardware hier, für diese WLAN-Hardware unten rein. Also man braucht nicht mal die App, also Software installiert haben, kann das Teil nutzen. Super Sache. Man muss nur mal aufpassen, dass man es nicht verliert. Muss ich vielleicht so einen großen Bändel dran machen oder sowas, dass man, also hier hat man die Möglichkeit, einen Bändel dran zu machen. Werde ich wahrscheinlich auch so machen, sonst geht er mir irgendwie verloren hier in der Garage. Und für euch gibt es jetzt die Leute, die, sagen wir mal, die 20%, mein harter Kern der Leute, die bis zum Schluss geschaut haben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das hier zu gewinnen und ich sage euch gleich, wie. Kommen wir zu dieser Auflösung. Und zwar, ihr könnt das Gerät gewinnen. Das ist ein vollwertiger VCDS-Stecker, also Hardware, USB auf OBD. Mit welchen Fahrzeugen funktioniert es? Mit VW, mit Seat, mit Audi und mit Skoda, ja, also ein wie hier. Funktioniert auch mit neueren Modellen, auch mit älteren Modellen. Getestet habe ich schon auf dem Baujahr 98, genauso wie 2001, 2012, funktioniert mit allen Modellen. Ist also freigeschaltet, nicht beschränkt von der Hardware. Also es gibt ja diese Stecker, die sind zum Teil beschränkt. Auch diesen, den ich erhalten habe, ist nicht beschränkt. Deswegen Dankeschön nochmal an die K-Diagnostik-Leute, Diagnostics-Leute. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich verlose das Teil. Aber jetzt vorweg, bevor jetzt hier Leute dran schreiben, ich will es haben, wie kriege ich, kann ich das haben, ja? Wenn es nach den 1.10.2020 ist, müsst ihr gar nicht mehr gucken, dann ist leider schon die Verlosung vorbei. Und das heißt, am 1.10.2020 werde ich dann nachschauen und einfach so einen Topf voll Namen haben. Wie kriege ich den voll mit Namen, das erkläre ich euch gleich. Und werde einen Namen raussuchen. Ich würde es einmal umwühlen und einen Namen raussuchen oder meine Frau wird es raussuchen oder meine Kinder, keine Ahnung. Und wenn ich diesen Namen vorlese, diese Person ist sozusagen, hat dann das Gerät hier gewonnen und schicke ich ihn dann per Post zu. Prinzipiell, die Software kann man sich runterladen, online von Rostech, also es ist kein Problem. Und wie könnt ihr teilnehmen? Das ist das Wichtigste. Also schreibt ihr einfach OBD, CCD Car Diagnostics dran, ja, und schon könnt ihr mitmachen. Also wenn ihr Lust habt mitzumachen, schreibt ihr einfach, ich blende es nochmal ein, was ihr reinschreiben sollt. Und schon seid ihr mit in dieser Lostrommel und am 1.10.2020 werde ich das Ganze, ich sage immer dieses Datum ausführlich, weil ich ganz genau weiß, es kommen auch Leute später und auch das Jahr ist wichtig, weil sonst kommen das nächste Jahr wieder welche und deswegen ganz wichtig. Deswegen an der Stelle, ihr seid dann in einen Topf, ich suche mir einen Namen aus oder meine Frau oder meine Kinder, eins von beiden. Das werde ich dann filmen und werde es dann auch online stellen. Die Person hat dann Zeit, eine Woche sich bei mir zu melden. Wenn sie sich nicht in einer Woche meldet, ziehe ich nochmal, ja, und werde dann so lange ziehen, bis halt der Gewinner feststeht und das Gerät erhalten hat. Ja, ich hoffe, das Gerät wird euch auch so gute Dienste leisten wie mir. Ich habe jetzt ein neueres Gerät und damit schließe ich auch das Video ab. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare und natürlich über eure Gewinnchancen, wenn ihr euch unten hier mit einbringt. Ich danke euch fürs Anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da und natürlich vergesst euch nicht, unten einzutragen. Ich bin Adam Wilczek von MechTU. Bis dann. Ciao, ciao.